und herzlich willkommen zurück. So, bevor wir uns die jetzt herstellen, würde ich sagen, holen wir uns hier nochmal eben ganz kurz ein bisschen Holz. Ach Quatsch, hatten wir ja schon in der Hand hier, unsere Axt. Holen wir uns nochmal ein ganz bisschen Holz, dann können wir uns nämlich diese Plywood herstellen. Damit wir uns nicht vielleicht noch so einen Recurved-Bogen machen können. So, das muss reichen. So. Dafür brauchen wir Kleber. Kleber können wir uns auch herstellen. Ich weiß ehrlich gesagt aber gar nicht, wie viel wir von den Holz brauchten. Drei Stück, reicht das? Ich weiß es nicht. Mach mir, glaube ich, lieber noch zwei Stück. So, und dann brauchen wir jetzt mal einiges an Gunpower. So, und dann dafür brauchen wir die, müsste das sein, eine Handgun-Ammo. Wie viel kommt denn da raus, wenn wir hier so einherstellen? 5. Okay, das ist ja nicht schlecht. Dann können wir uns da erstmal ein paar von herstellen. Ach, die können wir uns auch alle herstellen, würde ich sagen. Dann machen wir hier nämlich vorsichtshalber mal, würde ich sagen, 2, 3, 4 Stück. Na, machen wir lieber nochmal 5 Stück noch. Können wir davon nicht insgesamt 10 Stück machen. Achso, stellen wir uns die 3 nochmal her. Zack, und dann machen wir da nochmal 15 von, wa? Sehr gut. So, dann haben wir davon 85 Schuss. Ich denke mal, das soll uns ja wohl ein bisschen helfen, wa? 85 Stück. Davon haben wir 10. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. So, dann traveln wir mal schnell zurück zu ihm hier. Zack. Sehr gut. So. Da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich hin. Da wollte ich auch nicht hin. Da wollte ich hin. Na, passt doch. So. Davon haben wir genug. Holz und Hide haben wir, glaube ich, 2, ne? Davon haben wir 2. Das ist schön. Da kommen die hier sehen mit rein. Zack. Können wir den Kunststoff eben hier lassen. Brauchen wir nicht so viel mitschleppen. Die Kohle kann auch hier bleiben. Gut, dann könnten wir eben schnell eben einmal raus und dann ganz schnell hier ein paar Bäumchen hacken. Wir brauchen schließlich für den Bogen noch Holz.
4 Holz. Sag mal, irgendwie ist es doch echt zu überlegen, ob man nicht bald mal auf die Metallachs wechselt, damit man da vielleicht mal ein bisschen mehr Holz bekommt. So, zack. Dahin. So, zack, das Plywood und die Dings hier. Zack, das eben einmal raus, das eben raus. So. Und herstellen. Sehr schön. So, zack. Den repairen wir mal, damit wir hier einen Bogen als Ersatz dabei haben. ...30 Holz haben wir noch. Sehr schön. So. So, aufgerüstet sind wir so langsam. Ach Quatsch, das wollte ich doch gar nicht. Da wollte ich reingucken, wie viel Wasser wir allmählich haben. 9. Zack, dann kommen wir schon mal auf 12 mal Wasser wieder. Das ist schon in Ordnung. Hälft dann Holz hier nochmal rein. Achso, das geht gar nicht. Okay. So, recycelt Metall brauchen wir auf jeden Fall noch. Da brauchen wir ein paar von. Ich weiß gar nicht, haben wir die da jetzt eigentlich schon reingelegt gehabt? Ich weiß es im Moment echt nicht. Die Power Tools nehmen wir die Hälfte mit. Ja. So. Motoren müssten wir uns sammeln. Da sind ja auch noch 5 drin. Ach, dann würde ich automatisch hinzufügen. 30 sind das immer. 30, die stapelbar sind. Ja. Na egal. Aber so viel will ich nicht mitschleppen. So, das reicht vollkommen. Das ist mir sonst zu viel Geschleppe und zu viel Gewicht. Die können wir ja auch im Zerlegen, was alle T-Shirt hier glaube ich auch. Die Hose ist auch so gut wie Schrott, ne? Zack, den auch im Weg hier. Klack, so. Close. 30. Die macht 15. 30. Cardboard, die haben wir auf jeden Fall noch. Irgendwo hier drinne. Bisschen close erstmal. Und da sind die Cardboards. Crafting. Zack, da. Die ihm einmal herstellen. Paar neue Schuhe können wir ja auch mal herstellen, ne? Obwohl, Moment, wir können die anderen auch wahrscheinlich auch reparieren, oder? So, die macht 30, 25. Siehst du, ist aber besser. Kann man die auch reparieren? Repair, siehst du. Zack. Können wir die auch anziehen. So, und dann können wir hier die zerlegen.
dabei raus. Achso. Schade, Benzin kann man gar nicht auseinandernehmen. Ich dachte gerade so, vielleicht kann man Benzin auch noch. Dass da dann... Ja, so. Dass da noch hier Chemikalien rauskommen. So, Hälfte davon kann auch hier bleiben. Bisschen Gewicht ablegen, ne? Och, unsere Schreierhälse sind wach geworden. Sie sind wach geworden. Viermal Wasser, da packen wir noch ein. So, ich habe die Nacht übrigens etwas länger gestellt, etwas verkürzt von den Einstellungen hier im Server. Ihr seht es vielleicht da oben bereits, weil das hat mir einfach immer zu lange gedauert und die ganze Nacht hier abzusitzen, wo ihr eh nichts sehen könnt, das wäre für euch viel zu uninteressant und da geht auch einfach zu viel Zeit dabei drauf. Von daher nicht wundern, dass die Nacht jetzt relativ schnell durchläuft. Ich denke mal, so habe ich erstens mehr vom Spiel und zweitens habt ihr auch mehr vom Stream, dass ihr euch dann nicht stundenlang die schwarze Masse angucken müsst. So, da ist auch schon der nächste Tag erwacht. Zack, weg damit. Und du auch. Du auch. Cool, ist schon genial, die Waffe. So, probieren wir mal hier einen neuen Bogen aus. Zack. 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 Oh. Es kommt nicht hoch. Junge, was war das denn für einer, du? Der hat ja ganz schön viele ausgehalten. Wohl Level 19. Eigentlich nichts Berauschendes. Hm. So, einmal hier könnten wir dann hier Richtung Auto laufen. Schrei nicht so. Zwei Batterien schon mal. Schöner Headshot. Ja, dann kann ich die Beine jetzt doch noch aufheben. Eigentlich wollte ich mir das ersparen, aber wenn der andere auch schon noch anrennen kommt. So, komm hier, mach mal schnell hier reingucken noch eben.
So, und dann würde ich sagen, geht's zurück zum Shelter. Und danach könnten wir eigentlich durchstarten, ne? Wir sind hier ja nicht so schwer. Ah, die wiegen natürlich auch 60, ne? Okay, dadurch verlieren wir definitiv kein Gewicht. 4 Batterien sind 60. Das ist auch nochmal ordentlich Gewicht. Na gut, bis zum Shelter ist es ja nicht so weit. Latschen wir da hin zurück noch und dann können wir, glaube ich, aufbrechen. Ach, beim nächsten Level Up machen wir, glaube ich, nochmal auf Gewicht, ey. Das ist ja lässig. Oder ich schlepp einfach zu viel mit mir rum. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch so aussieht. Ob ihr diese ewigen Probleme mit der ganzen Tragerei auch habt oder ob das einfach daran liegt, dass mein Inventar gefühlt irgendwie immer überfüllt ist. So. Jetzt rein hier. Und dann würde ich sagen, geht's in der nächsten Folge los zu unserem neuen Häuschen. Ihr Lieben, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao.